Hallo Civilization Fans, willkommen zurück zu Thomas Spiel Civilization 6, Folge Nummer 11 als Unsterblicher. Ach, ich hätte mir überlegen muss. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Unsterblicher von den Azteken. Wir haben in der letzten Folge eine Stadt von China gekriegt. Über hier oben, genau. Shenyang. Und das ist gut, weil die hatten zwei Luxusgüter. Auch mit dem Ton habe ich sehr viel experimentiert in letzter Zeit. Und bin zu dem Entschluss gekommen, ich brauche eine Tonangel. Damit das Mikrofon möglichst nah am Mund ist und ich die Mikrofonverstärkung komplett abstellen kann. Was ich jetzt nämlich auch schon gemacht habe, das ist eine Allianz abgelaufen. Das werden wir gleich mal angehen. Oh, die Allianz ist doch noch da. Hä? Ah, das haben wir schon gemacht. Alles klar. Gut, gut. Go! Meine kleinen Einheiten. Jo, vielen lieben Dank, John Ghost, wieder für die sehr, sehr nützlichen Tipps in den Kommentaren. Was das Schießpulver für den Krieg getan hat. Alles klar. Wir werden ein Verteidigungsbündnis mit Indien anstreben. So, Industriezeitalter. Super. Hier haben wir noch keine Möglichkeit, irgendwas zu bauen. Ah, wir könnten Kohle erforschen. Danach Ballistik, Wissenschaftsserie und das. Ja. So, machen wir das. Laut einer Salpetermine, ja super, habe ich nicht. Macht das Ganze schon etwas interessanter. Und was wir noch benötigen, ist eine schöne Flotte. Karawelle kann man bauen. Und ich hätte aber gern eine. Ach genau, Fregatte. Apropos Fregatte, wo ist denn mein Quadrime? Ah, die wurde besiegt. Ah ne, halt gut, die ist hier hoch. Eine Fregatte. Weil, wie ich auch schon groß erfahren habe, Harald ist wesentlich besser drauf, wenn man eine Flotte hat. Haben wir auch neu. Klar, das ist, man darf den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein... So, wie immer hier weiter. Ich glaube, ich lasse mal so, wie es ist. Wieder keine Größe mehr sind. Ein Wissenschaftler. Ja, yeah, Alan Turing. Genial, genial. Unsere Hingabe auf dem Gebiet der... Mit dem noch wirklich den Chinesen weggeschnappt. Alan Turing. Yo! Das ist der Knoll der Mittelfabrik. Weiter! Wir sind hier relativ gut sammeln. Ich mach mal den Punkten. Ja klar. China ist vor uns. Wir brauchen erst den technologischen Fortschritt, bevor wir den Krieg führen können. Ganz, ganz toll. Ah, okay. Das hat mir nichts zu tun. Na gut. Mal schauen, was die Barbaren jetzt machen. Kommst du jetzt dahin? Nein, noch nicht. So. Nächste Runde. Ja, das ist eine... Platz in Köln. Wir sind so schnell und so weit. Irgendwas mache ich falsch. Eventuell wird es auch nichts mit dem Aussetzen hier, meine Verbündete, meine Allianz. Deutschland ist Dritter und Indien ist... Ja, tut Letzter, das ist okay. Also die Schwachen unterstützt es hier ein bisschen. Auch nach oben. Und er hat Musketiere ohne Ende. Alter Schwein. Wo kam ich eigentlich an das Salpeter ran? Ah, das Salpeter war... ein Handelsgeschenk von China.
nichts passiert. Ja, ja, pass auf. Odin mal wieder. Nee, Harald mit Odin. Stadtrat getroffen. Und Amsterdam. Produktion während der Titlan ein. Armbruch bitte. Doppelt. Bombale kann ich nicht bauen, weil ich das nächste Peter habe. Musketier kann ich nicht bauen. Da kann man den Schwertkämpfer bauen und dann so Musketier selbst machen. Das wäre das Einzige, was man machen könnte. Genau so tun wir es. Du bist ein Händler und gehst nach China wollen wir eigentlich nicht. Die Gehalt haben wir schon. Den Partner haben wir auch schon. Und dann Nuff. Mal Bad, irgendein Bad halt. So, du willst das. Sehr gut. Dann gibt es hier noch ein kleines Dörfchen. Das auch noch geht. Kann ich mal gucken, ob der hier noch steht. Gehen wir mal mit der Fregatte vorweg. Ich hoffe, die Lautstärke passt so. Weil ich sitze zurzeit relativ unbequem hier, um mit das Mikro auch sauber reinzusprechen. Aber qualitativ muss es auf jeden Fall besser sein. Ich freue mich auf Feedback. Jegliche Verstärkung des Todes ist nämlich jetzt abgestellt. Ja, das Dörfchen ist noch da. Und so, schauen wir mal. Lissabon haben wir getroffen. We are by the grace of God Victoria, Queen of the. Ja, ja, hallo Vicky. Guck dir mal so gut. Natürlich, nehme ich das Freundschaft in Anspruch. Vielleicht können wir es ja mit ihr besser machen als mit Harald. Aber Victoria ist, glaube ich, so eine. Ja, weiß ich nicht. Wissenschaft. Wissenschaft und Religion macht die ganz gerne. Doch als ich mich ins Herz von Neuseelands Fjordland begab, überkam ich sogleich das gleiche Gefühl wie in meiner Kindheit, lange verloren aus reiner, unverfälschter Ehrfurcht. Ich wusste, dass die. Alles klar. Ah, okay, gut. Was macht der denn hier eigentlich? Eine Fregatte. Ein Schwertkämpfer. What? Ach. Ah, wir sind ja genau allianziert. Der ist fertig. Und wir den einen Salpeter. Hallo Peter, hast du Salpeter? Komm aus, Handel. Ich hätte gern Salpeter. Ist mir nötig. Oh. Etwas Wunder handeln. Jetzt weiß ich, das ist mir zu viel. Geht's so auch? Oder so? Jetzt unbedingt auf den Grenzen, ne? Ach so, halt, ich hatte ja noch, was hast du nicht? Du musst Wale, hast du irgendwas dabei? Das ist okay. Okay. Ja, das ist doch gut, sehr schön. Dann können wir nämlich noch ein paar Schwertkämpfer bauen und die dann entsprechend upgraden. Oder einfach mal einen Unterhaltungskomplex irgendwo hier in die Landschaft pflanzen. Und der ist was. Produktion wählen. Auch hier. Schwertkämpfer geht hier überhaupt nicht, wenn wir kein Lager haben. Hier kommt auch mal hin und weg. Nein, wo ist er? Diese Bombarde kann man jetzt auch kaufen und Musketier noch. Ah, verstehe. Musketier. So, und du baust. Kannst du das gut? Weiter.
da oben geht's durch. Oh. Das ist auch interessant. Solche Passagen kenne ich nicht normalerweise gar nicht. Dann mach das mal hier weg. Genau, nichts anderes. Hallo! Hä? Oha. Logisch. Unter weißer Klippen, fester Krone, herrscht tiefster göttlicher Frieden. Sehr schön. Vicky, was bist du denn hier, du? Warte mal. Die Zeiten ändern sich. Ein Diplomat ist ein Mann, der sich den Geburtstag einer Dame merkt und ihr Alter vergisst. Das ist richtig. Ja, England, okay, die sind noch weiter zurück als wir und haben so gut wie kein Militär. Da bin ich ja noch gut dabei. Ich möchte ja trotzdem ein bisschen besser werden. Musketier. Mal da hinten. Genau. So, ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Irgendwer hat mir irgendwas geklaut. Ah, okay, das sind von meinen Verbündeten die Nachrichten. Das ist ja interessant. Der Händler muss noch besorgt werden. Dann bitte nach Kalkutta, pack mal Armee da. Go! Benötigt Befehle. Aha. Okay, da war wohl nichts dabei. Oder nur Gold. Oh, guck an. Hier ist wieder was. Da ziehen wir die Kette wieder ab. Die möge doch bitte hier etwas aufräumen. Auch noch einer. Und die ist gestellt. Ah, hier haben wir noch einen. Upgrade. Irgendwo ein Schwertkämpfer unterwegs. Nope, aber einen Siedler haben wir noch. Nur leider kein Platz mehr. Wenn wir irgendwas nicht bauen können, hier unten ist es uninteressant. Weil es ja viele Ressourcen gibt. Hier wäre doch noch was. Wuhan. Pferdemittel. Was sagt denn die Linse? Ja, genau da. Hatte ich das auch vor. Hier gibt es noch Salpeter. Es liegt an den Fluss, es kommt ja, nicht ganz zu den. Doch klar, Färbemittel haben wir da hier schon. Hier muss der Siedler hin. Dann werden wir den mal auf die Reise schicken. Dann sind wir gleich mal an. Siedler mit dem. Genau, und du gehst hier hin. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Gleichzeitig können wir noch einen Siedler capturen. Da wollen Indien wahrscheinlich hin. Valletta hat die Feuerung gelöst. Okay. Jetzt haben die sich den geschnappt und werden vermutet. Ich hasse sie so sehr. Okay, schon bin ich mehr Wohnraum. Genau. Spion kann ich auch bauen. Sehr schön. Shenyang, ein. Was bist du? Hose Michel. Gut. Hallusen? Hallusen? Das dauert ja alles ewig, drei Tage. Was du brauchst, ist ein Psyllid. Und zwar. Genau. Ja, wäre halt auch cool gekommen für den Kapus. Ah, da geht ja noch. Du. Ah, bist wieder fit, sehr schön. Du kennst deinen Weg. Captain Musketeer. Ja, runter, genau. So, runter. Mal schauen, was der Inder hier treibt. Würde mich mal interessieren. Ah, Victoria ist ja happy. Die Chinesen sind happy. Warum seid ihr nicht alle happy? Das ist ja. Fantastisch! Ich muss mit den Chinesen reden.
Ja, danke schön. Abkommen aushandeln. Jetzt bin ich wieder mal Allianz. Yeah. Vicky. Ach, schade. Okay, dann denkt mal drüber nach. Haben wir euch mal eine Botschaft? Ja. Bei den Chinesen eine Botschaft. Da haben wir schon eine. Na, ja, sehr gut. Hier, China hat es nicht erlaubt, oder? Keine Ahnung, alles klar. Und Frederick. Sehr schön. Ah, diplomatisch ganz interessant. Ja, natürlich. So, hier ist natürlich, wie ich es liebe. So, der Fregatte dann erstmal her zitieren. Wo ist die eigentlich? Hat die Dinge hier oben rum? Die will die da oben wegmachen, ne? Die Fregatte. Und wir sind im Industriezeitalter. Ich denke, die Menschheit hat zu Beginn der industriellen Revolution einen großen Fehler. Gut. Straßen wurden verbessert und ja. Weg. Und drauf. Gut. Weiter. Bin mal gespannt, ob das sich das hier irgendwie packt hier durch. Was sind sie erst? Nee, wo sind sie? Hier sind sie schon. Gut. Weil wir. Guck mal irgendwie. Ach, wo die China sind wahrscheinlich. Ich will mal fragen, was du hier willst, sein. Guck mal hier runter. Das kannst du unten mit gegen Barbaren kämpfen, da kümmert sich da eh keiner drum. Mess Kupfer, Krabben, Erbemittel, das ist gut. Und Salpeter sogar. Sehr gut. Und an dem Fluss gelegen, also das ist gut, da kann man vielleicht sogar noch mehrere hier unten bauen. Das sind zwei Städte hier, haben wir gefunden. Welcher Berg Russe ist hier unten, die Chinesen wollen hier auch Fluss fassen. Vielleicht können wir ihnen das ein bisschen ausleben. Ich brauche ganz dringend so eine Mikrofonangel, das ist ja furchtbar, wie ich da sitzen muss. So, passt. Erniedrigend. Now, yeah. Ich hoffe, das Räuspern ist nicht allzu laut. Vom Ausschlag her. Doch. Hä? Entschuldigung. Das ist keine Kornspeicher. Dover gestoßen. Sehr gut. So, du. Kommst gleich in die Folge. Vielleicht kannst du den ja direkt capture. Das wäre ein Träumchen, muss ich sagen. Aber ich habe schon wieder vergessen, ihn zu befördern. Dann bist du abbrechen, bitte. Nächste Runde dran denken. Der auch die Clan baut einen Unterhaltungskomplex. Genau, das ist schon gemacht. Den kann ich jetzt auch bewegen hierher. Ich kann ihn noch nicht aktualisieren, du brauchst noch ein bisschen. Du baust eine Werkstatt. Und den Gesandten schicken wir auch zwei Gesandte nach Amsterdam und Lissabon. Perfekt. Das gibt nämlich Kohle. So, das ist die. Denkt über den Krieg. Ja, das ist Wahl. Ein gutes Einkommen gefällt mir sehr, sehr gut. Was ist denn eigentlich? Oh! Victoria wurde vernichtet, das hat mich ja ganz verpasst. Aber das war. Ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, wer das war. Harald der Eroberer. War das sehr aktiv. So, dich. Machen wir das hier hin. Dann befördern wir dich. Gegen. Sehr gut. Du
Ja, was machst du jetzt eigentlich hier oben? Den richtigen Auftrag hast du ja nicht, ne? Das ist nicht mehr. Nicht so, ja, und Victoria wurde besiegt. Schade. Wir waren gerade dabei, uns so schön mit Dev zu tragen. Aber hier auf dem Kontinent sind sich alle irgendwie einig, oder? Wale. Gegen Tee. Ja, klar. Und Gold, ja, nehmen wir immer gern. So muss das sein. Ja, dann machen wir es doch jetzt mal andersrum. Oder zumindest wäre das der Plan für die nächsten Folgen, für die ganze Serie. Dass wir erst auf den anderen Kontinent gehen. Und hier Frankreich und Harald entsprechend die Stirn bieten. Sowie, ach du Heiliger, Artilleriearmeen. 1, 2, 3 Stück sehe ich. Jetzt schon. Okay. Kann ich das mit klarkommen? Moment, ich muss hier mal reinschauen. Wann kann ich die eigentlich bauen, die Artillerie? Ah, die sind ja schon hier beim Stahl. Und dann ist das Öl sichtbar. Anbauteile, habt 3 Musketiere. Ja, das wird dann wahrscheinlich schnell kommen müssen. Anbauteile, Stahl. Ja, alles klar. Die Luftfahrt noch. Kampfmaschinen mit Leben. Nee. Anbauteile, Stahl. Gut, wäre das auch für die nächsten gefühlt 100 Runden. So, wir machen dann hier Schluss. Wenn es euch gefallen hat, gern einen Daumen oder ein Abo. Ich denke, der große Plan steht. Wir übertragen uns hier ganz toll, sind allianziert. Oder verallianzt. Naja, verbündet eben. Wenn es euch gefallen hat, gern einen Daumen oder ein Abo. Ja, natürlich, jegliche Kommentare zum Ton. Würde mich interessieren, ob das so passt. Weil dann kann ich hier weiter in die hoffentlich richtige Richtung gehen. Vielen lieben Dank, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, euer Thomas.